So, weiter geht's. Aber nicht unser Karim, das ist ja das Problem. Ja genau, das wäre jetzt auch meine Frage. Um welchen Karim genau geht's denn da? Den kenne ich gar nicht. So, Maika macht das Würstchen. Ich überlege, ob wir kurz nach Strawberry gehen und da schlafen eine Nacht. Ah fuck, wir haben ja nicht mal Geld. Oh, wir haben nicht mal Geld für eine fucking Übernachtung, Junge. Ein bisschen Ginseng für Pascal. Ein bisschen Ginseng. Aber was ich mich frag, wir haben doch übelst viele Sidequests bekommen. Fiat, lass Karim in Ruhe. Fiat 500. Vladimir. Wir haben doch voll viele Sidequests. Wir haben diese Dino-Knochen. Wir haben irgendwelche Felsbilder. Wie finde ich die denn? Woher weiß ich denn, wo die sind? Also wir haben ja legit für die Quests. Wir haben ja keinen Marker bekommen oder irgendwas. Also wo muss ich denn für den Scheiß hin? Das check ich nicht. Hier, Zigarettenbilder. Wo finde ich die? 0 von 12 Zigarettenbilder-Sets gefunden. Woher weiß ich, wo die sind? Saurierknochen, die Glaubensprüfung. Deborah McGuinness hat dich um Hilfe gebeten. Du sollst für sie im ganzen Land nach Saurierknochen Ausschau halten. Ja, wo soll ich so den Boden absuchen oder was? Soll ich so über die komplette Map laufen? Die suchen. Ja, Junge, das Game ist 1 Million Quadratkilometer groß. Wie soll ich denn hier irgendwas suchen? Du musst, auch wenn du schon den Hut auf hast, auch auf deinem Stuhl so tun, als würdest du reiten. Nee, das würde, glaube ich, eher unvorteilhaft aussehen. Das möchte ich nicht. So, was macht er hier? Ach, das ist wieder der Ombre mit seinen Flaschen. Ach komm, ich brauch sowieso Geld. Ich brauch eh Geld. Komm, Junge, dich zieh ich ab. I'm feeling good today. Wette über $10 annehmen. Ich hab keine $10 mehr, aber why not? Okay, my friend, let's do it. Just like the last time, okay? Who can shoot the most bottles? Just draw your gun and aim when you're ready. Alright? Hat er überhaupt eine getroffen, oder? Die Ledermaus? $20, auf geht's. Okay, Chat, kurze Frage. Wer von euch kennt die Band System of a Down? Vielleicht die Leute, die so weniger Rock und sowas hören, wahrscheinlich eher nicht, aber wer kennt die Band System of a Down? Du findest sie in der Jagdansicht, die leuchten so gelblich. In der Jagdansicht, aber da muss ich ja trotzdem die komplette Map abreiten und diese Kacke suchen. Das kann ja nicht sein, ich will einen Marker auf der Map. Der Name sagt mir was. Mach mal einen Song an. Also der bekannteste Song. Der bekannteste Song wäre der hier. Vielleicht kennt ihr den vom Anfang her. Das ist auch so voll das Meme, der Song. Ja, nein.
Das ist kein Ubisoft-Game. Das Lied ist so geil. Ja, das Lied ist wirklich geil. Aber wo ich drauf hinaus wollte, weil gerade irgendwer gemeint hat, Filat ist 2 Meter groß. Filat ist... Ich habe letztens ein Bild von Filat gesehen und Filat ist einfach der Sänger von A System of a Down. Ich habe ein Bild von Filat gesehen. Das Erste, was ich ihm geschrieben habe, war einfach, ich wusste gar nicht, dass du der Sänger von A System of a Down bist. Einfach 1:1 dieselbe Person. Er spielt 3 Sekunden ab, aber ich kenne das sehr gut, okay. Schon mal gehört? Chop Suey, genau so ist es. Nein, schreibt Sascha. Sascha, wunderschönen guten Abend. Linkin Park, System of a Down, Limp Bizkit, Korn, Seether, Motionless and White. Unterschreibe ich dir, Mario. Geile Mucke. That's a good call, amigo. Was machen wir jetzt? Alright, real simple. First one to hit 4 flying birds wins. Stand near me, and as soon as they come out, it's anyone's shot. Be patient. Ah, there they go. Shoot! Wieder? Junge, ich hab kein Deadeye mehr! Ich hab kein... Nein! Oh mein Gott. Okay, was wollten wir machen? Wir wollten zu Maika. Wir wurden ein bisschen aufgehalten. Ich hab keine Erinnerung an die letzten 10 Minuten, Chat. Ich weiß nicht, was passiert ist. An die letzten 10 Minuten habe ich keine Erinnerung. Sonne deaktiviert. Ich mag den Plot-Twist. Ja, die Sonne in dem Game ist wie diese Lampen früher, wo du einfach an so einer Schnur gezogen hast. Das ist die Sonne in dem Game. Die ist einfach so aus, an. Ja, Nina, was soll ich dir sagen? Wir haben $26. Ich kann es mir nicht leisten, 20 davon zu verlieren. Es ging nicht anders. Ich muss an das Camp denken. Holy shit! Junge, die haben den kompletten Wald auseinandergenommen hier. Alter, what the fuck? Wir haben ja alles gefickt. Holy shit. Na gut. Für $20. Prosti, Junge. Weißt du, was $20 damals wert waren? Das sind bestimmt 2000 Euro von heute. Chat, ihr wollt nicht wissen, was ich für 2000 Euro mit euch machen würde. Wisst ihr, was $20 damals wert waren? Das kannst du nicht mit heute vergleichen. Bunga Bunga hat das eher weniger. Was? Hey Arthur, good to see you. Why? You want rescuing again, dear? No, I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job, or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. I just know whenever things get real, you turn yellow and lose your head. Yellow? Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into Strawberry. I heard one of your Driscoll nicht schon wieder eine Kopfgeldmission, Junge. Was inside. Ich hab so oder so schon kein Geld mehr. That's what I said, didn't I? After you. Chat, so ist Reek entstanden. Come on.
Warte, hat Reed nicht die ganze Zeit gemeint, boah, ich hatte voll viel zu tun, aber am Freitag bin ich wieder voll da im Stream. Wo ist er denn? Chat, wo ist Reed? Anyway, camping out here like some crazy hermit. Can't exactly stay in town now, can I? Like I told you, I ain't going back to Dutch without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men? Guns? Wir enterben ihn, das können wir machen. Nothing serious. It'll be fine. Wahrscheinlich ist er voll, aber nicht voll da. Junge, der ist 12 oder so. Ich hoffe mal, dass er nicht voll ist. Bastard's got a hold of most of Big Valley. Unuch viel Oberheuer. Alles klar, Pascal. How the hell you and Lenny end up down here anyway? Oh, you know how it is? Few loose ends. Drink here, drink there. What loose ends? Nothing that needs to concern you. Ladenbrot. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Hufi-Laden. Like that move you pulled in Strawberry. Gibt's auch. Making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser. Was glaubst du, was Zwölfjährige heutzutage machen? Ich will's gar nicht wissen. Die Jugend ist sowieso verloren, Alter. What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Jetzt ein Döner wäre schon geil. Boah, da würde ich mich auch sehen. Da würde ich mich auch sehen. Chat, wisst ihr, was ich heute gegessen habe? Wisst ihr, was ich heute gegessen habe? Rentierfilet aus dem Opti-Grill. Hold up on this ridge. Schönes Rentierfilet aus dem Opti-Grill habe ich mir gemacht. War absolut geil. He should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head. Rentier, ja, habe ich aus Schweden mitgebracht. Hatte ich noch im Tiefkühl. They should be here any minute. Hufeladen, ja, das habe ich doch gerade gesagt. Look, there they are. Right on time. Get covered up. Come on! Ride! Die Mission wird so schief gehen. Ich habe irgendwie gar kein gutes Gefühl dabei. Ich habe gar kein gutes Gefühl dabei. Warum haben wir eigentlich wieder Munition für unser Gewehr? Wo kommt die her? Warum bin ich so langsam? Pascal, Junge, renn! Alter, er ist einfach ein Tank, Junge. Wie viel hält er denn aus? Ich muss näher ran. Never. Die Postkutsche ist von einer Klippe gestürzt. Willst du mich verarschen? Was kann ich denn dafür? Die Postkutsche ist von einer Klippe gestürzt.
Okay, Entschuldigung. Junge, als habe ich die da runtergefahren. Oh mein Gott. Da, Schluss mit lustig hier. Der schießt jetzt den scheiß Kutscher und zwar vor der Klippe. So, meine Güte. No need to keep your face covered now. It's just you and me, sweetheart. I'll give it to them. They put up half a fight at least. Yeah. Vorne im Hofladen frische Eier geholt. Es ist Maika, natürlich geht das schief. Find new rifle too. Here you go, Arthur. From me to you. Frische Eier gibt's bei mir täglich. Eigene Hühner. Also sowas habe ich noch nie verstanden. Wir haben auf Arbeit haben wir auch einen, der Hühner züchtet und so. Der hat auch so eigenen Hühnerstall und alles. Warum habe ich auf einmal 80 Schuss? So, das ist die andere Waffe. Warum habe ich auf einmal komplett andere Waffen ausgerüstet, als ich es gerade eben noch hatte? Ich bin so verwirrt, Alter. Ich bin so verwirrt. There might be a second crew of riders, Taylor. All right, then. Not to mention, we ride back in, then with a big tape, new wagon. Judge, can't say we ain't pulling our wick. Sorry, ich brauche ein bisschen Ausdauer gerade, deswegen. No more, can he? Da. I ain't sure I trust this new act of yours one bit. Listen, I know we got off on the wrong foot, but I got no beef with you. I reckon we're a lot alike. Was verstehst du daran nicht? Hold up there. Also, wenn dir das Spaß macht und alles, okay, wenn du das so voll lebst, eigener Hühnerstall und so, aber dass ich fucking mir Hühner halte, die ich verpflegen muss und hast du nicht gesehen, um dann irgendwelche Eier zu bekommen, die ich mir auch für 1 Euro im Laden kaufen kann, ich verstehe die Logik dahinter nicht. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Ich muss gleich mein Handy aufladen. Die sind besser? Ja, okay, so frische und so ist natürlich auch ein Ding, aber... Also ich hätte einfach nicht die Zeit dafür. Ich wäre einfach viel zu faul. Oh Junge, ich bin eine Headshot-Maschine, Alter. Job I do with you ends in a pile of dead bodies. Since when did you have a problem killing O'Driscolls? You've got a point. Dafür bist du zu sehr Stadtkind. Ja, das kann auch sein. Clearly ain't going nowhere now. You know, we should really pick up a lockbreaker one of these days. Save ourselves some bullets.
Yeah, because saving bullets is such a concern of yours. Let's take what we can and get the hell out of here. That lock should shoot off easy enough. I'll give you the honor. That should do it. Ich hätte auch gerne Hühner, aber hab nur eine Gans, in Klammer meine Schwester. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. Oh mein Gott, Junge. Banden. Wie viel Geld war da drin? Nice. Wir können unser Kopfgeld bezahlen. Wir können unser Kopfgeld bezahlen. Wir können schlafen. Wo will ich das machen? Hier geht's, glaube ich, nicht, weil wir da gesperrt sind. Aber wir müssen sowieso dahin. Wir müssen eh zu Albert Mason. Das heißt, wir können direkt auch da unser Kopfgeld bezahlen. Aber dann reiten wir durch Valentine. Das gefällt mir schon wieder nicht. Ich glaube, wir gucken einfach mal kurz in Strawberry vorbei. Ich glaube, wir schauen... Wir sind ja eh schon fast da. Wir schauen einmal in Strawberry vorbei. Ja. Karim, er hat einfach so die Aussagen von dir genommen und ist automatisch davon ausgegangen, dass du einfach noch ein bisschen in die Schule gehen solltest. Nach dem, was du so von dir gibst. Hat er gerade gesagt, dass du dumm bist? Ja. Als was arbeitet man so in Österreich? Hä, als das gleiche wie in Deutschland? Was ist das für eine Frage? Schnitzelklopfer. Soulspawn-Spieler, moin moin, wunderschönen guten Abend. Guten Morgen wollte ich schon sagen. Ich grüße dich. Das ist Rosti. Rosti ist der Schnitzelklopfer. Bist ja dann auch wieder du. Genau, das, was Pascal sagt. Geh doch zur Bahnstation von Strawberry. Oh, das wäre auch eine Idee. Wir könnten mal Zug fahren. Aber das Problem ist, wenn ich Zug fahre, dann habe ich ja immer das Problem, dass ich Pestel nicht mitnehmen kann. Postkutsche? Da. Ah. Postmeisterei. Oder kann Pascal auch in den Zug? Weil sonst wäre halt die Frage, was mache ich mit ihm? Ach fuck, ich bin falsch gelaufen. Was macht er denn, Digga? Junge, komm da runter. Ist er des Wahnsinns? Spring nicht. The fuck? What's damn hold up? Wir machen gleich Salami aus dir, wenn du frech wirst. Ich habe tatsächlich, habe ich hier im Kühlschrank auch noch aus Schweden, so ein Stückchen Rentierwurst. Die habe ich aber irgendwie... Da hatte ich in Schweden mega Bock drauf, aber seit ich die hier im Kühlschrank liegen habe, fühle ich es irgendwie nicht mehr so. Einfach Rentierwurst. Let's make you an upstanding citizen once more. So. Dann gehen wir jetzt, glaube ich, das erste Mal in unserem Leben Zug fahren. Strawberry Train Station. Hier gibt es gar keine Train Station. Also hier ist eine und die nächste ist da unten. Und wo soll ich denn mit dem Zug fahren? Wir müssten, wenn, dann hier hin, glaube ich.
Rig Station. Thanks, Mister. Und dann können wir mit dem Zug fahren nach Emerald Station. Das machen wir jetzt. Wir sind noch nie Zug gefahren. Wir fahren jetzt mal Zug. Pascal, komm her. Gib Santa Claus seine Rentiere zurück. Rentiere sind mega. Hat echt gut geschmeckt. Ich habe auch, wo ich in Schweden oben war, die rennen da ja einfach rum. Also wir haben auch, du bist mit dem Auto da durch den Wald gefahren. Wir sind mit so einem Geländewagen durch den Wald geballert. Und da sind einfach so eine Herde Rentiere, ist einfach neben dir hergelaufen. Die chillen da einfach. Komischer Zug, habe auch schon Reh gegessen. Ja, ich denke. Ich denke mal, Reh wird vom Geschmack sehr ähnlich sein. Also ist ja beides Wildfleisch. Oh mein, ich habe ihn tot geritten. You saved me, partner. Woo! I was almost a meal there. Good luck to you. Watch out for yellow eyes. I will, friend. I will. Hab schon mal Schlange gegessen. Bei so einem Chinesen ist ja ekelhaft, Alter. Aber ich muss sagen, hier beim Chinesen ist auch immer total abgefuckt, was es da zu essen gibt. Junge, da gibt es irgendwie so Sachen, so Zebra, Krokodil, Känguru, wo ich mir denke, Alter, was ist das denn für eine kranke Scheiße, Alter? Ich bei Mongolen mal Hai, das glaube ich nicht. Ich glaube, Hai essen ist einfach insane verboten. Auch diese Haifischflossensuppe und so, die du hier kriegst. Ich glaube nicht, dass da Hai drin ist, weil ich glaube, Hai zu essen ist in Europa zumindest mal überhaupt nicht erlaubt. Ich glaube, da ist immer irgendwas anderes drin. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ja, wir kriegen einfach für jedes Zigarettenbild, das wir finden, kriegen wir einfach Dead Eye. Ist hier noch irgendwo eins? I see you there. Give me a minute, please. Hello. What do you need? Zugfahrkarten. $6.30. Alter, was für eine Abzocke. Hope your journey is a good one. Was für eine Abzocke, Junge. Kalamari sind geil, wenn die gut gemacht sind. Kalamari sind geil, wenn die gut gemacht sind. Aber wenn die so wie Gummi sind, dann nicht. Kann Reek einer von mir Hallo sagen und dass, wenn er das nächste Mal pünktlich im Stream ist, ich wieder mit ihm rede? Chat, kann das einer von euch machen? Kann ihm das einer ausrichten? Was, Reek? Einen wunderschönen... Hat er gerade im Zug geraucht? Bist du des Wahnsinns? Reek, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Hallo. Hello there. Na, besser ist es, Alter. Besser ist es. So, jetzt bin ich ganz gespannt. Wo ist Pascal? Wo ist Pascal? Er ist sogar mitgekommen. Hey, move. Ey, Junge, ich... Ich schwör's dir, aufpassen. Aufpassen, Freundchen. Der weiß noch nicht, dass wir eine kurze Zündschnur haben. Da ist er doch. So, you're still alive.
Mr. Morgan. How are you? Indigestible, apparently. Aside from that, very well. How's the project going? Well, this is God's country, and I am his faithful servant, although perhaps not his most talented one. I have been trying to capture the grace of the wild horses here for weeks, only the buggers can't stand me. Richte meinem Vater aus, dass er unter 10k verdient und seine Streams Arsch sind. I know. Beautiful. Won't come anywhere near me, of course. He can smell my stupidity. Well, how about I drive him over? Oh, that might help. Can you be bothered? I feel like such a blunderer. Sure. Wait here. At least this time I doubt I'll get eaten. Okay, Lukas schreibt, Jäger, ich soll dir von Ricosaurus ausrichten, dass er dich immer noch liebt und gerne was mit dir am Wochenende machen will. Wir machen doch was. Wir machen so einen richtig schönen Vater-Sohn-Stream machen wir hier. Scheiße, ich habe nicht aufgepasst, ich habe verpasst, was ich machen muss. Ich brauche erstmal eine. Gegen die Nervosität. Okay, ich brauche direkt noch eine. Das hat nicht geholfen. Okay, alle guten Dinge sind drei. So, jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Wir haben auch nichts mehr, was unsere Ausdauer auffüllt. Sehr gut. So lobe ich mir das. Ah, wir sollen Pferde fangen. Go! Schönes Wildpferd. Dein Charakter stirbt an Lungenkrebs. Ja, wenn wir so weitermachen, wirklich. Wenn wir so weitermachen, dann wirklich. Erstmal immer schön hier die 25 Zigaretten, um unser Dead Eye wiederherzustellen. Schön im Wald Elche jägern. Ich jäger jetzt, glaube ich, so ein Wildpferd hier. Treibe die Tiere aufs offene Feld. Guck mal, was Pascal hält. Das sind deine Brüder hier. Reek, Junge, du bist 11. Wie oft soll ich dir noch sagen, du hast keinen Alkohol zu trinken? Ich kürze dir dein Taschengeld. Ich kürze dir dein Taschengeld, Reek. Ich sag's dir. Silver Dapple Pinto Missouri Foxtrotter. Eins der besten Pferde. Ist mein erster Playthrough, ja. Und herzlich willkommen, Mensch ohne Namen. Ich soll dir von Reek ausrichten, dass er gern mit dir in den Tierpark fahren möchte. Er bezahlt auch. You are a genius. No, but I can ride a horse. Well, in my world, that makes you a genius. You're too kind. So how are the photos coming along? Oh, amazing. Here, I have a print of the wolves before they try to eat us. Hmm. It's for you. That's real fine. Well, thank you. Take care, Mr. Mason. You too, sir. You too. Das ist mein Pferd? Nee. Ah, da ist mein Pferd. So. Sehr schön. Dann hätten wir das auch. Dann
Glaube ich, gehen wir zu Dutch. Mehr haben wir nicht mehr. Rick hat gesagt, er findet, dass du schön singen kannst. Oh. Danke. Sing mal jetzt. Beweise es. Nee. Es geht nicht so auf. Genau, sing mal. Das geht nicht auf Befehl. Da muss ich vorher mich einsingen, meine Gesangs-, meine Stimme ein bisschen ölen. Boah, welcher Stream war das, wo ich wirklich sing YMCA? Das kann ich höchstens tanzen. Aber wir hatten wirklich mal einen Stream, wo ich gesungen habe. Das war bei Banishers, Ghosts of New Eden. Da habe ich wirklich gesungen. Und das Geile ist, in der Aufnahme dazu war dann Spotify rausgeschnitten, weil ich ja die Spotify-Tonspur nicht mit aufnehme. Das heißt, in der Aufnahme war dann die Musik weg und nur noch mein Gesang da. Das war der maximale Cringe. Mehr Cringe ging wirklich nicht. Sing griechischer Wein. Tanz mal. Die kleinen 80s, also. Wie ging denn YMCA? YMCA? War das gut? Also beim A hat es ein bisschen nachgelassen. Beim A war ich mir unsicher, was ich machen soll. Aber ansonsten fand ich meinen Tanz schon ziemlich geil gerade. I came from Alabama with my Gojo on my knee. Yes. Bin mir nicht ganz sicher, warum. Aber ich höre die Sound Alerts nicht. Obwohl ich Monitor anhab. Ah, jetzt höre ich es auch wieder. Wir hören die Sounds alle gut? Sehr schön. Ich auch wieder. Dann kann ich jetzt auch dazu tanzen. Ohne ist ein bisschen cringe. So. And when do we stop? When we reach Paris?
Well, that'd be nice. Join the commune. We stop when we find someplace sensible. Shake them that's following us and lie low. Wo ist das Kackbuch? Lying low. Turned into a bunch of killers. Was ist hier los? Wo ist das Buch? Wo ist die Lagerkasse? Wo ist alles? We are just trying to survive. Wo ist mein Zelt? We don't have a choice. Wer hat mein Dach abgebaut? Damn right it will. Constipated as usual. Jetzt muss ich im Freien schlafen, ihr Asozialen. 17 Stunden muss ich jetzt im Freien schlafen bis zum Morgen. Kriegst du eigentlich auch Kanalpunkte? Nein, ich habe unendlich Kanalpunkte. Das ist mein Stream. Bei meinen Kanalpunkten jetzt ungelogen ist einfach so eine 8. So eine verkehrt rum 8. Ich habe einfach legit unendlich. Natur pur. Du bekommst dein Zelt wieder. Du schläfst auf dem Boden. So, Dutch Abi. So, we moving? Yeah. Micah told me of a place we can lie low. But Micah? Dewberry Creek, he said. Micah? Okay, maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Das bin ich mit Reed. Hey, Charles, you have turned into my son. I need you for something. Now, where have I heard that before? Marco, Junge, Alter, mit den sieben Monaten Followage, Alter. GG. Spot to camp. We're packing up and moving on. Again? We have to. Fast. Machen wir jetzt Vater und Sohn reiten? Jack ist doch gar nicht da. That didn't sound good. Killed a lot of law. Viewtime gibt's noch, Marco. Watchtime, sorry. Ups. So. We're heading south? Yeah. Area called mein OnlyFans ist kein Chat-Command. Das gibt's nur auf PN. Gibt's nur auf persönliche Anfrage. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to tell me. Elite partner. So where does it end? Where does what end? The moving, the running. Dutch don't. Die Partnerbörse für Akademiker. Call it what you want. Now, hang on a second. Think that must be it. Ja, das Game Command ist falsch. Das ist Elden Ring momentan. Habe ich jetzt nicht aktualisiert. Ain't sure to be the best in the rain neither. Well, let's take a look around. Hey, I see something over there. You see it? Someone on the ground there. Als ob ich hier camp, Junge. In so einem fucking vertrockneten Fluss. Also. He's been shot. Let's be careful, Arthur. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues?
Shoot first, debate second. I'm not gonna shoot for the sake of it. Survival's for the sake of it. Herr Nighthawk, Junge, für was war jetzt denn der Death Counter? Das ist unser Elden Ring Death Counter, ihr Eulen, Alter. Ihr könnt da nicht unseren Elden Ring Death Counter in Red Dead Redemption. Oh mein Gott, Chat. Was, gehen wir zu Fuß? You see there? Tents and a wagon. Looks deserted. Okay, well, okay, warte. Hey, wo sind meine ganzen Waffen? Welche Waffe ist denn das, die da hängt? Nicht dumm? Ah, here we go. Oh Junge, ich krieg Ehre abgezogen, weil ich einfach diese Leiche jetzt gelootet habe. Wie cool die Sonne aussieht hier durch die Bäume. Alter, sieht das geil aus. So cool gemacht. Wir testen doch gerade alle Commands, aber doch nicht den Death Counter, Junge. Könnt ihr doch nicht machen. Kann ich die Dosen hier auch mitnehmen? Nee. Someone's been here. Warum ist die Sonne grau? Die ist doch nicht grau. Someone's still here. There ain't no one here now. I ain't so sure about that. Okay, Marco, entspann dich, Alter. Einmal reicht. Entspann dich, Junge. Aber was ich mir echt mal überlegt habe. Was wir echt mal machen können, ist einfach so ein, keine Ahnung. Oh, nein. Sag mir nicht, wir sind stuck. Oh Gott, bitte. Wir können mal so ein 20-Euro Steam-Card-Giveaway machen oder 50 oder 100 oder je nachdem. Wenn wir mal ein paar mehr Leute sind, dass wir wirklich im Schnitt so auf 30, 40, 50 Viewer kommen, dann mache ich, glaube ich, echt mal so ein Steam-Giveaway oder so. You okay? You don't mean no harm. Shader, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? Ja. German? No. Doch. Go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men, last night. Where did they take him? Hey, no business. Sprechen Sie Deutsch? I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Also nie ein Giveaway. The girl was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. Nein, also ich muss sagen, seit Elden Ring. There. Tracks. Seit dem Elden Ring First Run steigen die Viewerzahlen eher langsam, aber trotz allem schon irgendwie. Und Streaming ist halt nichts, wo du sagst, ich streame jetzt 6 Monate und hab danach 100 Viewer, sondern das ist halt, du musst halt einfach. Entweder, wie gesagt, ich hab's schon ein paar Mal gesagt, entweder machst du dich halt übel zum Affen irgendwie, dass du halt irgendwie auf Zwang viral gehst, indem du irgendwas übel Cringes machst, oder du streamst einfach steady guten Content und hast deinen Spaß, aber dann wachsen halt deine Viewerzahlen auch langsamer. Aber da ich keinen Bock habe, hier irgendwie mich komplett zum Cringe-Lord zu machen, also nicht mehr, als ich es eh schon mache,
Aber ich denke mal, wenn wir so weitermachen, auch dann werden wir irgendwann 50, 100 Viewer haben. Ob das in einem Jahr ist oder in einem halben oder in 4 Jahren, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der Tag wird kommen. Weil man merkt ja, es sind ja immer wieder neue Namen hier im Chat. Es kommen ja immer wieder neue Leute dazu. Also so ist ja nicht. Aber Streaming heutzutage ist halt einfach was, wo es seine Zeit braucht und wo du halt nicht über Nacht irgendwie 100 Viewer kriegst, weil woher sollen die kommen? Ich weiß, aber auch ein YouTube-Account, 4 Abos, 20 Jahre. Also ich muss sagen, kurzer Real Talk, ich muss wirklich sagen, Twitch und so, okay, wir sind jetzt 263 Follower, ich habe mit 0 angefangen. Ich hatte vielleicht, keine Ahnung, ich streame jetzt seit Oktober oder so, was jetzt auch nicht so lang ist, aber ich muss sagen, Twitch, okay. Twitch und TikTok live kommen halt Leute, je nach Game, das du zockst, und bleiben halt einfach da, folgen dir, sind dann, so wie ihr jetzt, sind dann immer da. Aber was ich wirklich einen übelsten Struggle finde, ist YouTube. Junge, ich habe auf YouTube, glaube ich, jetzt schon 7, 8 Games als volles Let's Play hochgeladen in 4K. Und ich habe, glaube ich, 26 Abonnenten. Also wirklich auf YouTube gefunden zu werden und auf YouTube Klicks zu kriegen und Playtime, finde ich so unfassbar schwer. 1000-mal schwerer als Streamen und alles. Elden Ring DLC-Hype musst du mitnehmen. Ja, ich muss aber auch sagen, ich nehme nicht den Hype mit, sondern Elden Ring DLC ist einfach was ich selber auch unbedingt zocken will. Also ich würde zum Beispiel kein... Was geht? Devil's Eye. Ich würde zum Beispiel auch keinen, weiß ich nicht, keinen Fortnite streamen, einfach um irgendwie Hype mitzunehmen oder so. Also ich glaube, wenn ich Hype mitnehmen wollen würde und Klicks und alles, würde ich kein Red Dead Redemption 2 zocken von 2018. Also ich finde es super geil, dass wir jetzt 14 Leute sind, aber ich könnte jetzt mit Sicherheit auch Games zocken, wo wir mehr Leute wären. Also ich gehe nicht danach. Aber Elden Ring DLC ist einfach auch was, wo ich selber dahinter stehe und wo ich selber Spaß dran habe. Deswegen werden wir es auch zocken. YouTube ist wirklich hart. Bestes Video von mir, 25 Aufrufe. Ich glaube, bei mir 70 oder so. Aber YouTube ist wirklich ein Struggle. YouTube folge ich. Dein Y-Herz. But he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot. Mein bester YouTube Short hat 808 Aufrufe. Was machst du denn für YouTube Shorts, Junge? You reckon he'd be able to slip in and out? Oh, well. John's idea. It must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. But Jack was real young. A long while. Hear him? Wait a second. Just want to look closer here. Was ist ein Kackwetter hier? Das ist ein Dreckswetter. They continue on that trail ahead of us. Good eyes, Arthur. Let's keep on them. So, you were saying? He did? And we was family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. There's a camp up ahead. Careful. Seems deserted. Let's take a look. Habt ihr eigentlich mitbekommen, warum Arthur so sauer ist auf John? Ja, weil John weggegangen ist, hat er doch gerade gesagt, oder? But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. Da liegt er doch. Auf Deutsch, Hilfe. There he is. Quick, cut him free and let's get out of here. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Pfanne! Vorsicht!
Vorsicht, Vorsicht, das ist eine Falle. Warum kriege ich Ehre abgezogen? Ich verteidige hier mein Leben, Junge. Er rennt einfach weg, er snipet ihn noch mit seinem Bogen, Alter. Er ist auch eine fucking Legende. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Hey, you wait there a second. Charles, go find Dutch, get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Ach, hier bauen wir jetzt unser Camp auf? Cool. Aber der textet mich jetzt bestimmt auf Deutsch weg, oder? Alright, come on. I'll take you back to your family. Hat meine Familie sie geschickt? Also soll ich mitkommen? Ja. Hey Jenny, was meinst du jetzt? Wo bringen sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld, Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. Dynamik zwischen Arthur und John. Ja, genau. Aber das hat ja Arthur auch gerade angesprochen, wo er mit, wie heißt denn der Indianer? Sie haben ja gerade drüber geredet. Dem Herrgott sei Dank. Dem Herrgott sei Dank. Schatz! Oh. Andreas! Andreas! Ich hab gedacht, du seist tot! Schatz, danke. Beinahe wärst du gewesen, meine Lieblinge. Mein Herz allerliebst. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, Vamos. Alles klar. Vamos. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Guess it was a pleasure. Ja! Nighthawk, ich wünsche dir eine gute Nacht und einen wunderschönen guten Abend. Zum nächsten Mal. You were right. Oh, this place ought to be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch. Klingt eher wie Österreich. Nee, das Österreich fand ich nicht. Put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Alter, idyllisch. Sieht cool aus. Kapitel 3, Clemens Point. Clemens Point ist ein gutes Lager. Streamst du morgen? Morgen stream ich nicht, am Sonntag wieder.
Also ich werde es am Wochenende auch in Zukunft wahrscheinlich so handeln, dass halt immer ein Abend, ein langer Abend, Streamabend ist. Entweder Freitag oder Samstag. Und ein Tag vom Wochenende Stream frei, weil ich muss tatsächlich auch noch Dinge erledigen. Und halt Wochenende irgendwie Wäsche waschen, einkaufen, whatever. Einfach so Dinge, wo halt unter der Woche liegen bleiben. Deswegen werden wir Wochenende immer einen Tag streamen, einen nicht. Und Sonntag ist dann immer so Spontan-Day. Manchmal ja, also Sonntag versuche ich schon dann meistens zu streamen, so auf den Abend hin, aber... Good morning, Arthur. Oder auch mal auf den Mittag hin. Aber Sonntag immer unter Vorbehalt, falls da doch irgendwie mal was ist, aber normal nicht. So, wir haben ein neues Lager. Coole Sache. So, und wir haben noch unsere Verbesserungen vom letzten Mal, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube, wir buttern mal wieder ein bisschen Geld hier in die Kasse rein und holen uns noch irgendeine Verbesserung. Vielleicht können wir sogar neue Verbesserungen rauslassen. Was cringe ist, ist wie Dutch Mary Beth angräbt. Ich dachte, das ist seine Frau. Ich dachte, die sind zusammen. Kontrollbuch. Direkt am Wasser, man sieht teils sogar noch das Monster im See. So, starke Arzneien und Tonika. Warum nicht? Cool. Da können wir gleich mal auffüllen. Wir müssen auch mal unser Essen auffüllen. Ich glaube, wir haben, also Munition und Essen haben wir relativ wenig. Echte Feuerkraft. Der kleine Streamer-Elf, ey, Pilat, immer noch, Gott, Kaiser, Imperator, unterste Verhandlungsbasis. Ey, wir haben neue Sachen, wir können uns ein Boot rauslassen für $360. Dann haben wir noch Brandsätze und Hochgeschwindigkeitsmunition. Und alle übrigen Zelte im Lager verbessern. Was auch immer mir das erhöht, die allgemeine Stimmung. Okay. Okay, nice. Sag ich doch, Elf. Bin zu unkreativ, um mir Geschichten auszudenken. Sollen wir die Geschichte mal vorlesen im Stream? Vielleicht haben es viele hier gar nicht mitbekommen. Soll ich es mal vorlesen, was wir bis jetzt haben? Mach mal. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben im Discord eine kleine Geschichte gestartet. Und wo jeder immer abwechselnd schreibt, was so, wie die Geschichte weitergeht. Momentan sind es Marcel, Filat und ich. Wer da Bock hat, gerne mitmachen. Ich finde das eine super coole Sache. In diesem Channel, dachte ich, könnten wir die Geschichte des kleinen Streamer-Elfen namens Jäger TT erzählen. Ich fange mit 3-4 Sätzen an, also das war viel als Einleitung. Und jeder, der Lust hat, kann dann die Geschichte mit 3-4 Sätzen weiterführen. Bin gespannt, was für ein Abenteuer der kleine Jäger erlebt. Unsere Geschichte beginnt in dem kleinen Königreich Twitchtanien, wo der kleine Streamer-Elf Jäger TT sich seinen ganz normalen Tagesaufgaben widmen wollte. Er konnte nicht ahnen, dass dieser Tag sein ganzes Leben verändern sollte. Denn als er gerade dabei war, sein Haus zu verlassen, dann kam der nächste. Kam auf einmal eine Brieftaube von Karim und meinte ganz aufgeregt, Karim hätte einen Gojo gefunden. Verwundert, was denn ein Gojo sei, machte der Streamer-Elf sich auf zu seinem Viewer-Elf Karim, um der Sache auf den Grund zu gehen. Auf dem Weg zu seinem Viewer-Elf Karim kam der Streamer-Elf Jäger an einem Strand vorbei. Dort traf er auf eine lachende Robbe, die ihm eine Weisheit für seinen Weg mitgeben wollte. Denk immer daran, Damage ist besser als Schaden. Zufrieden klatschte sich die Robbe mit ihren Flossen auf den Bauch, saß die Robbe und verschwand lachend im Meer.
Jäger drehte sich um und wollte weitergehen, als ihm eine Person auffiel, die ihn die ganze Zeit anstarrte. Als er langsam auf die Person zuging, sah er, dass es Sunbro Solaire war. Solaire zeigte auf Jäger und rief "Get good" und drehte sich um und verschwand. Jäger kratzte sich am Kopf, denn er konnte nichts mit diesen Worten anfangen. Denn er war ja bereits gut. 200 IQ-Plays waren für ihn keine Seltenheit. Als er seinen Weg fortsetzte, traf er kurz darauf auf eine alte Hexe, die ihm eine wundervolle Haarpracht versprach, jedoch zu einem schrecklichen Preis. Der schreckliche Preis ist, dass er jeden Abend den Wiggle Dance tanzen muss. Nach den ganzen Abenteuern brauchte Jäger Titi auch einmal eine Pause. Er tanzte am Lagerfeuer mit Karim den Wiggle Dance. Leider überdehnte Karim sich dabei jedoch eine Kniekehle und Rosti musste erste Hilfe an ihm anwenden. Stabile Seitenlage und Mund-zu-Mund-Beatmung selbstverständlich auch. Jäger ließ die beiden allein und machte sich erneut auf die Suche nach der Antwort auf die eine Frage, die ihn seit Wochen beschäftigte. Was ist ein Gojo? Als der kleine Streamer-Elf Jäger über die Frage, was ist ein Gojo, nachdachte, hatte er eine Idee. Vielleicht finde ich die Antwort im Königreich Tiktoktorien. Dort soll es noch einen allwissenden Mann geben, namens Backseat Gaming Ginger. Vielleicht kann er mir die Frage beantworten. Mit diesen Gedanken in seinem kleinen Streamer-Kopf machte er sich also auf den direkten Weg nach Tiktoktorien. Er konnte ja nicht ahnen, dass diese Entscheidung... Und da sind wir momentan. Ich feier's hart. Da ist der Wiggle Dance im Chat. Da ist der Wiggle Dance. So, wir sind im neuen Camp. Sehr schön. Wir füllen erstmal unsere Sachen auf. So, Munition, ganz dringend. Munition müssen wir ganz... Wir haben keine Munition mehr für nichts gefühlt. Du sollst da nicht draufklettern, Junge. Du sollst es aufheben, Alter. Oh mein Gott. Es wird epischer als Herr der Ringe, ich schwör's dir. Am Ende wird unsere Geschichte einfach verfilmt. Alter, ist er irgendwie dumm? Jetzt. Du könntest Hörbücher vorlesen. Boah, das wäre auch so ein Job, wo ich mich sehen würde, Alter. Einfach im Homeoffice chillen und den ganzen Tag lesen. Einfach Dinge vorlesen. Eine gute 6 plus. Gab leichte Versprecher, aber im Großen und Ganzen eine 2 minus. Ich feiere Hörbücher hart, ja ich auch. Ich baller mir jeden Abend zum Einschlafen, baller ich mir ein Hörbuch. Gibt nichts Geileres. Guten Morgen, Morgen. Guten Morgen, Morgen, Alter. Was ist mit ihm? Hat er die ganze Nacht gegrübelt, ne? Bis er auf das Wortspiel gekommen ist. Guten Morgen, Morgen. Amen. Oh, da war noch irgendwas, was wir mit... Da, Rum. Rum. Gib mir den Rum. Wo ist der Rum? Mann, ich komme da nicht drauf. Da. Nice. So, und das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist tatsächlich Essen. Ich glaube, wir haben irgendwo noch Konserven rumstehen. Da habe ich nämlich auch fast nichts mehr. Schlimmer Vater. Das ist so ein Geschwätz, Junge. Das Einzige, was ich immer sage, dass ich selber fett geworden bin. Schade, dass dieser Trend, Fanfics zu vertonen, eingeschlafen ist. Hier ein paar, die ich feiern würde.
Ich finde das Wort Fanfic finde ich ein bisschen grenzwertig, aber ich weiß, was du meinst. Geil, Junge, Dosenlachs. Ist das Dosenlachs? Gibt's sowas? Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also Thunfisch kenne ich, Dosenlachs habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben was davon gehört. So, wir haben einfach das komplette Essen gerippt, das es gab. Sehr schön. So, Bier können wir lassen. Sehr gut. So, ich glaube, wir haben geschlafen, ja. Wir haben Essen aufgefüllt. Wir ballern uns... Oh, es gibt keinen Eintopf. Trink noch einen Kaffee. Fanfiction, ja, ich weiß. Sag ja, ich weiß, was du meinst. I've lost my mind, Mr. Morgan. Lost it entirely. Nice to see you too, Reverend. I've lost it. I used to be an intellectual. Now I'm just a fool. Well, I've always been happy as a fool. You all just laugh at me. I know you do. Eintopf immer erst nachmittags. Deine ganze Fanbase steht einfach hinter mir. Die völlig lebensunfähig sind. So. Also was ich halt auch gerne machen würde, aber also was ich offstream 100 pro machen würde, aber halt einfach im Stream so eine Sache ist, wo ich nicht weiß, wie ich das handeln soll. Ich glaube, würde ich das Game offstream zocken für mich alleine. Ich glaube, ich würde mir jedes kleine Häuschen hier angucken. Würde alles angucken gehen, ob es hier irgendwelche coolen Sachen gibt. Hier, was das für ein komischer Hirsch ist. Aber immer so im Stream denke ich mir immer so, da will ich eher, dass irgendwas passiert, dass irgendwie wir Story-Progress machen oder so. Und nicht einfach nur so stumpf rumreiten und irgendwie... Da denke ich mir, das ist immer so vielleicht eher langweilig. So, auf jeden Fall haben wir, glaube ich, nicht viel zu tun, außer mit Dutch zu reden. Wir könnten mal zu einem Hehler... Da. Aber das würde ich wahrscheinlich machen, wenn wir sowieso mal in der Gegend sind und jetzt nicht extra nur deswegen dahin reiten. Ich quatsch mal mit Dutch. Good morning. How you doing, old friend? Alle wegen dir hier. Jäger ist Nebenprodukt. It's funny. Us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now I'll give you that, but come on. We got the day. Folge Dutch, okay. Was war jetzt mit dem Monster im See? Und wo sehe ich das vom Steg? Wo ist hier ein Monster im See? So eine Nicht-Lachen-Anspuck-Challenge? Also Chat, ich sehe kein Monster. Ihr trollt doch schon wieder. Ja, zocken kann sie wirklich nicht. Das unterschreibe ich. Wir haben It Takes Two gezockt. Ah, Reek. Hey, Reek, by the way, da bist du. Das ist einfach Reek, Chat.
Hallo an alle, ich buddel gerne. Auf einer Insel liegt ein Boot auf Grund. Der Hut einfach. Der Hut, wie er einfach aussieht auf dem Headset, Junge. Richtiger Turm einfach auf dem Kopf. Warmer weather would... My days are looking good and long over Dutch. Always dream crushing and bubble bursting, you. Come on, Hosea. Let's go fishing. All right, gentlemen. Let me show you how it's done. Marco, erleuchte uns. Hey, was ist das denn jetzt für eine Pferdestation? Ah, okay. Behind you. Okay, go. Alles aus dem Hahn kommt. Oh mein Gott. Leute, der kommt flach. Der kommt flach. Macht lieber die Füße hoch. Der kommt ganz flach. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there. Oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have. Aber ich muss sagen, hier sieht's schon wieder ein bisschen anders aus von der Flora und Fauna. We have to stick with the plan. Es ist irgendwie so ein saftigeres Grün hier, die Wiesen. Aber sieht auf jeden Fall echt wieder geil aus. By the way, da links hinten, irgendwo da oben ist ein so ein einzelner Baum. Da oben auf dem Berg. Jetzt sieht man nicht mehr. Ich wette, da ist irgendwas. Saftig? Nein, ich finde aber die grüne Farbe hier sieht mega saftig aus. Von den Bäumen und so, von den Wiesen und so. So ein saftiges Grün einfach. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Hat monatelang nicht geregnet, spielt noch eine Rolle. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but no buts. Not today. We fish and we enjoy the day. Looks like law up ahead. Play it cool. Da weiß ich, wie eine saftige Wiese aussieht. Ich sehe es ja im Game, ich muss nicht rausgehen. Oh, Junge, Pascal hat wieder gekackt. Oh mein Gott. Da gibt's nachts einen Geisterzug zu sehen. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray, this is my deputy Archibald McGregor. It is good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mine and investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you! Shit! Hey, the Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur! Chase wanted, man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy! Perhaps we can discuss the foolish magician. Stay with that train!
Don't let them get away. Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Come on. Hey, wie soll ich die denn alle lebendig fangen? Come on, we're losing them. Will you relax? We're not losing them. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. So what are these fellas wanted for? Looks like a son of a bitch is gonna make. You sure I can't just shoot him? No. Did I not say that? You said plenty. What are you waiting for? I'm right here. Woo-hoo! Ooh, that must have hurt. Shit. Stay with that train. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. No way, dass er das überlebt hat. No way, dass er das überlebt hat. Come on, you must be able to get next to it. See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. You are something else. You cop bastard. I didn't do nothing. Oh, befreien. Was soll ich machen? Aua. Oh shit, der hat ein Messer. Hat sein Messer verloren? Lol. Oh mein Gott, er hat ihn einfach umgebracht, Alter. Hey, ich bin einfach eingesperrt. Ciao, Reek. Bis zum nächsten Mal. Deputy? Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in. Come on. A fine job. Well done. And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. There you go. Reek, wir haben dich auch lieb. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. Okay. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Das ist irgendeine Plantage, Junge. Wo sind denn jetzt die anderen 25 Leute, die wir von dem Zug geschmissen haben? Wir haben jetzt irgendwie nur einen mitgenommen. This is part of Calliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Calliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir.
You don't know it? Where we're headed right now ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Greys for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Dutch hat der Bande angeordnet, in Rhodes keine Waffen zu benutzen oder Unruhe zu stiften. Hold. Here we are. Welcome to Rhodes. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Very little. Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Bring him in so we can show Sheriff Gray. Hey, fellas. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Pascal, den habe ich nicht verstanden. It has been a real pleasure. Den habe ich nicht verstanden. The good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. Make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents. Old timers who sadly deceived and lost their dignity. How terrible. Ach, wegen Heizung, Junge. Wegen Heizung, mit ihren Heizungen. Der war wirklich schlecht. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's. Ja, Marco, da bin ich auch ausgestiegen. Interesting. Two old plantation houses falling out. Ja, aber was hat die Heizung mit einem Hai zu tun? Das verstehe ich nicht. Not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. Oh, there's been a price on my head. Oh ja, Kopfgelder. Kopfgelder, da sehe ich mich. To find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents of some sort. Super agents? I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I could not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. IBD. Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Have you had enough of the chase for one day? Angeln gehen? Gehen wir angeln? Gehen wir angeln oder nicht? Trelawney, der Mann ist genial und hat eine Familie in Saint-Denis. Okay, wir gehen angeln. Oh, wir haben Ehre bekommen fürs Angeln. Cool. Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? Ja, bitte. Okay, auf, wir gehen angeln. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. Hier gibt's sogar. Hier gibt's sogar eine Bank. In Valentine gab's keine Bank.
Wie cool auch die Orte aussehen. Das ist eine Kirche. Das ist schon alles sehr, sehr, sehr geil gemacht hier. So how far is this creek? It's a bit of a ride still, and it's not a creek. Quality time with the dad. It'll be worth it. Ich habe meinem blinden Freund eine Käsereibe zum Geburtstag geschenkt. Er sagte, es sei das blutrünstigste Buch gewesen, das er jemals gelesen hat. Eine Käsereibe zum Geburtstag geschenkt. Weil du beim Umblättern dir die Finger aufreibst, oder? Ich check's nicht. Lost. Moin, Rafa. Wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Wie willst du eine Käsereibe umblättern? Ja, gar nicht. Aber wenn du es versuchst, dann reibst du deinen Finger an der Käsereibe auf. 200 IQ. 200 IQ. Ach so, ich habe meinen blinden Freund. Ah. Jetzt bin ich bei euch. Das habe ich überlesen. Alles tut ein bisschen viel Arbeit gehabt die Tage, ja, das kenne ich. Aber schön zu hören, dass alles gut ist. Ja, ich habe das mit dem... Da oben, den Baum meine ich. Da ist doch 100 pro irgendwas. Da steht doch nicht einfach nur so ein Baum. Da müssen wir unbedingt irgendwann mal hin. Der Baum, 100 pro ist da irgendwas. Dieser einzelne Baum ganz da oben auf dem Berg. Mittagsschlaf hat nicht gut getan. Alter, mein Mittagsschlaf heute war einfach nur geisteskrank schön. War einfach nur wunderschön. Einfach so irgendwie von 17 bis 19 Uhr oder so gepennt. Das war einfach nur geil. Aber gefühlt die Woche, ich weiß nicht. Die Woche bin ich einfach nur am Arsch gewesen. Ich war jeden Tag müde irgendwie. Die Woche war unnormal anstrengend. Aber das ist vielleicht diese Arbeitszeit, diese 6-Uhr-Schicht, wo ich um 4.45 Uhr aufstehen muss. Das tut mir einfach nicht gut. Da gibt's nicht viel, doch ich finde da was. Da gibt's 100 pro irgendwas. This is the spot. Down to the left there. Nicht viel, ich habe nicht gesagt nichts. Dann bin ich mal gespannt. Die Woche bin ich tatsächlich pünktlich gegangen gemacht. Halbwegs. So halbwegs pünktlich. Sieht das geil aus, Mann. Sieht das cool aus. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. Was? Alright. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. Huh? Oh, oh. I got a good feeling about fishing here. It's supposed to be some incredible sturgeon. Oh. Okay, here we go. Joachim-Grafik? Die ist wirklich geil. Aber die Günther-Grafik ist auch nicht schlecht. Let me row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish.
Du weißt, dass du hässlich bist, wenn ein Gruppenfoto gemacht werden soll und man dir die Kamera gibt. So. Komm, Arthur, gib alles, Junge. Jose ist so mega. Ey, wir liegen aber tief im Wasser, ne? Zu dritt in dem Kahn hier. I think here's good. All right. Good luck, gentlemen. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturt. Ah. Seeköder. Hey, ich würde eher in die andere Richtung angeln. In Richtung See und nicht in Richtung Ufer. You'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. They're nibbling. There, hooked them. It looks like you got a bite, Arthur. Arthur, you have to catch one at least. Hä, hey, woher weiß ich denn, wann... Jetzt. Jawohl. Ah, oh, Junge, das wird ein Brocken. Das wird ein Brocken. Komm her. I think that's a bite. Jawohl. Hey, look at this beauty. There you go. Well done, Arthur. 2 Kilo, Junge. Stahlkopfforelle. Geil, behalten. 50 Pounder, he reckoned. I would like to see that. There he is. Hey, Jose. You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 21, walked in all full of himself. We had a big feast, toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, fangen die zwei auch was, oder bin ich hier der Einzige, der hier irgendwas reißt? And Fishmonger calls out, so how did you enjoy those bass? Sieht teilweise wie ein echter aus, er ist wirklich so. Or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. Now reel him in, Arthur. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We'd go out all the time. But one day, we were river fishing. Der Dino Dance ist schon ein harter Konkurrent von dem Wiggle. Out of the blue, Wesley stands up, der Dino Dance ist schon auch cool. Takes off his hat, bows his head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, Wesley, that was nice of you. He replies, well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. Dutch ist einfach lost. Er macht einfach nichts. Er steht einfach good so job, da. Arthur. 1,84 Stahlkopfforelle. Behalten. We're keeping that one. Nice. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up.
Ratsch ist kein Fischer, ja, ich merk's. Austin, after the ferry job? I liked it there. Still open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes eine Nuschel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons have patrols. Ratsch angelt nur in anderen Gewässern. Trees and great plains we saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. Just gotta reel him in now, Arthur. Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't Orellenbarsch. A very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. Hey, I reckon we call it a day, fellas. Already? You ain't been chasing down outlaws. All right. I think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat, not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horse? Fahren wir jetzt direkt zurück ins Lager mit dem Boot? Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea. Was, fang mir einen Fisch? Ich bin zwar kein Dino, aber kann trotzdem dancen. Ich habe dir sogar drei Fische gefangen. Die haben ja richtig gute Laune hier. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Ich kann auch nichts essen. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. Three mariners. Ah, of course. Well, we be three poor mariners who leak up from the sea. In kurz Gassi mit Dickmanns Brötchen. Bisschen Datenvolumen killen, macht es. Ich habe noch nie so ein Dickmanns-Brötchen gegessen. Das ist irgendwie ja voll im Hype. Einfach so ein weißes Brötchen in Dickmann drauf und dann zusammenquetschen. Habe ich mir noch nie gegeben. Aber ich glaube, mit Butter wäre das sogar ganz geil. Mit Butter könnte ich mir das sogar echt vorstellen. Update zu Dragon's Dogma macht noch mehr Bock, wenn man etwas weiter ist und etwas bekannter wird mit den Kampfoptionen. Also die Tage habe ich mir echt sogar noch überlegt, ob ich es mir holen soll. Hast du mal Brötchen mit Paprika-Chips probiert? Nee. Ehrlich gesagt nicht. Das wäre jetzt auch keine Idee, auf die ich einfach so komme, wenn ich ein Brötchen habe und Chips. Ich würde niemals drauf kommen, das irgendwie zu kombinieren. Oh, jetzt machen wir das Thema auf. Nutella mit oder ohne Butter? Selbstverständlich mit Butter. Ich kann es empfehlen. Achso, Dragon's Dogma. Ich dachte schon Brötchen mit Paprika-Chips, meinst du? Mit? Wenigstens einer mit Anstand hier im Chat. Twitch-Chat sagt ohne. Ohne? Rise of the Ronin, by the way, solide 8 von 10. Lohnt sich schon. Jäger der Außenseiter. This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. Bann alle weg, die ohne sagen. Normal schon, ich bin ganz kurz davor.
I'll give these fish to Pearson. Das hört sich schon geil an. Brötchen, dann Chips rein und Chili Cheese Dip. Ja gut, mit Chili Cheese Dip ist ja eigentlich so gut wie alles geil. Also mit Chili Cheese Dip ist ja alles irgendwie nice. Ohne, sonst ist es zu viel Fett. Nein, Nutella-Brötchen ohne Butter ist einfach so gefühlt so furztrocken irgendwie. Just a few bucks. I'm short. Get lost. Or I'll go try someone with a heart. You do that. So. Leopold Strauss. Was haben wir hier? Grace, wer auch immer Grace ist. Ich habe keine Ahnung. Und da die Strauss-Mission weiß ist auf der Map, können wir die verpassen. Das heißt, die machen wir als erstes. Herr Strauss. How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. Salami mit Joghurt. Alter Leute, jetzt wird's aber abartig. Radieschen mit Zucker. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beating. Pascal, jetzt wo du sagst, ich habe tatsächlich, weil du sagst Nutella mit Frischkäse, ich hatte mal auch ein Brötchen und ich hatte Nutella. Und dann dachte ich mir, jetzt ist Nutella-Brötchen ohne Butter, habe ich nicht so Bock drauf. Und ich hatte aber Frischkäse da. Also natürlich ohne Kräuter und so ein Scheiß, aber ganz normalen Naturfrischkäse. Und dann habe ich einfach das Brötchen genommen, Frischkäse drauf und dann Nutella. Das war actually geil. Das war richtig geil. Das war richtig lecker. Mega geil, einmal versuchen. Salami mit Joghurt. Was soll ich da versuchen? Wie soll ich das essen? Soll ich den Joghurt aufmachen und die Salami da rein dippen oder was? Was ist der Plan? Ich habe damals vor 3 bis 4 Jahren mir ein Brötchen mit Käsescheiben und dann mit Chips drauf gegessen. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, muss ich sagen. Da würde ich mich schon sehen. By the way, was ich mir jetzt auch bestellt habe auf Amazon, aus den USA, so Beef Jerky, so Trockenfleisch. Übelst geil. In irgendwie so 10 Packungen. Eins mit Pfeffer, eins mit Chili, eins mit was weiß ich was. Auch so, ich liebe das Zeug. So Trockenfleisch, Beef Jerky und so ein Scheiß. Einfach nur geil. Ging früher besser mit den Fruchtzwergen zum Quetschen. Gerade eins gejägert. Diese Aoste-Sticks reindippen. Also Beef Jerky finde ich, ich bin eh so ein Rindfleisch-Fan, auch so Rindersteak oder so. Und dieses Beef Jerky, einfach so dieses getrocknete Fleisch und es ist dann so schön zart. I love it. Ich find's geil. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Okay, wir gehen wieder Geld eintreiben. Wir gehen wieder Geld eintreiben, aber... Das ist eigentlich ganz nice hier so als kleine Side-Mission, weil wir wollten uns hier eh ein bisschen umgucken. Wir haben einmal ihn und wo ist der andere? Alter, willst du mich verarschen, Junge? Da hinten. What the fuck? Imagine, irgendwer schickt dich durch ganz Amerika, Alter, um irgendwo da hinten Geld einzutreiben. Aber ist egal, wir wollten uns sowieso ein bisschen hier umgucken. Wir sind neu in dem Gebiet, das heißt, wir haben ja hier noch nicht so viel entdeckt. Das heißt, wir gucken uns hier einfach mal ein bisschen um. Bist du Pascal? Nee, du bist nicht Pascal. Du bist Pascal. Soll ich mal Liegestütze reinballern? Und was auch geil ist, was ähnlich geil ist wie Beef Jerky, ist einfach, das gab es früher in meinem Kaufland. Ich bin hart abhängig danach, aber das gibt es nicht mehr. Schinkenchips. Von Tirol, von Händel Tirol oder so heißt die Firma.
Und das ist Schinken, aber so getrocknet, dass der wirklich wie so ungefähr die Form von Pringles hat. Und du, die sind einfach knusprig, einfach Schinkenchips sozusagen. Und die Dinger sind so hart geil. Ja. Die sind so insane gut. Und dann haben wir letztens irgendwie mal Raclette oder so gemacht. Und dann habe ich einfach immer so Salami und Schinkenscheiben auf das Raclette-Ding draufgelegt. Also nicht in die Pfanne, sondern oben drauf, wo es auch heiß ist. Und dann sind die da auch so gebraten. Und die waren am Ende auch hart knusprig. Crazy gut. Einfach crazy gut. Gibt's auch beim Fressen ab. Bring mir mal welche mit. Yo, Max, was geht? Als Strafe, dass er mich verwechselt. Okay. Okay. Also, 10 Liegestütze wurden gekauft für Kanalpunkte. Das wird der Hut nicht aushalten. Das heißt, der Hut kommt einmal weg. Ich würde auch lieber zocken. Bedankt euch bei Pascal. Ich mache jetzt... Wie cool siehst du denn aus? Ja, wir sind Cowboy. Wir sind jetzt Cowboy auch in Real Life. Ich dachte mir, wenn wir schon Red Dead Redemption zocken und wir sind ja sicher in Red Dead Redemption noch irgendwie, keine Ahnung, 50, 60, 70 Stunden unterwegs. Das Game ist ja insane groß. Dann dachte ich mir dann ein bisschen authentisch. Dann hole ich mir einen Cowboy-Hut. Was ich nicht bedacht habe, ist das scheiß Headset. Das heißt, ich kann den Hut nicht richtig aufsetzen, weil dann kriege ich das Headset nicht mehr auf. Das heißt, wir haben hier so einen kleinen Turm auf dem Kopf, das lässt sich nicht vermeiden, aber der Wille zählt. Und ich würde sagen, ich mache mal die Liegestütze, die Pascal sich gekauft hat für Kanalpunkte. Okay, Chat, wartet. Einfach Rocky, Alter. Einfach Rocky. Rocky Balboa in real life. Jäger TT. Jäger Balboa. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. So, einmal kurz durchatmen und strecken. Das passt jetzt. Sehr schön. Ein bisschen Sport hier am Abend. Zum ersten Mal sieht man die Liegestütze. Ja, ich werde jetzt darauf achten, dass man die auch sieht. So. Jetzt gucken wir mal. Was gibt's hier alles? Hier gibt's einen Büchsenmacher. Wo wir aber eigentlich gerade nicht hin müssen. Ich meine, wir haben ja unsere Waffen jetzt eigentlich ganz gut verbessert und equipped. Endlich wieder im Stream, endlich. Junge, einfach Undertaker. Einfach der Undertaker wohnt hier, Alter. Du solltest dir das J-Haus mal ansehen. Was ist ein J-Haus? Was ist ein J-Haus?
seen Russell again up at Painted Sky Ranch. I had it with this damn place. Das Haus vom Büchsenmacher mal genauer ansehen. Hinter mir links. General Store. Vakanzis. Hier. Rhodes Gunsmith. Well, welcome, partner. First time? Betrachten, untersuchen. Been a mite suspicious about the new faces in town. Rhodes is welcoming to be sure, but we can't just let all types have. Hey, no customers over there. Der schießt mich über den Haufen, oder? Ich darf da nicht hinter. Von außen ansehen. Das Haus. Das Haus von... I've been trapped down here. Why are you dressed up like that? The fuck? I've seen some sick perversions in my time. This one might take the prize. No, wait, please. You gotta help me. It's that crazy gunsmith. He made me dress up like this. He's got me chained to the goddamn bird. Ich kann ihn jetzt ausrauben, weil ich eine verdächtige Aktivität bemerkt habe. Well, back right away. Wie mache ich das? Soll ich einfach auf ihn zielen? Oder wie funktioniert das jetzt? Wie rauben wir ihn aus? Oh, hey, that's a piss poor move. Keller ausrauben. I want to see what's in that basement of yours. Show me. Right now. Nothing to know worse down there, I swear. Why don't I be the judge of that? Open it now! All right, all right. Gib ihm eine Headnut. I got nothing to hide. Stech ihn ab. I got my boy sleeping down there. It's such a shame to wake him. Mein Junge schläft da unten. Was ist... Oh, das ist ja... Kommt jetzt irgendeine kranke Scheiße, oder was? The fuck? Nein! Ist er gefesselt? Nee. Okay, was soll ich jetzt machen? Alter, was geht denn hier für eine kranke Scheiße, Alter? Ich sehe nichts. Er ist nicht gefesselt. Fußfessel. Ach da. Oh, oh, thank you. That sick son of a bitch kidnapped me, made pretend to be his son. I owe you for this, mister. Ich hab doch gesagt, Brille mit Stärke. Also, ich hab da einfach Laterne einschalten. Genau, Pascal, das wird's sein. Nein, ich war nur irritiert, weil der letzte hatte eine Fußfessel zwischen den Beinen. Also praktisch seine Knöchel waren zwischen den Beinen gefesselt. Und bei ihm ging's vom Knöchel zur Wand. Das hat mich ein bisschen irritiert.
Alter Junge, cool. Lassen wir ihn leben oder stechen wir ihn ab? Das klipp ich. Mach das. Sollen wir ihn leben lassen? War schon krank, was hier unten abging. Also ich wäre auch am Start, ihn abzustechen. Münzbeutel. Das Leben umbringen. Was ist denn die Geschichte dahinter? Ich habe halt Angst, dass er keine Waffen, also dass ich hier nichts mehr kaufen kann, wenn ich ihn umbringe. Weil Red Dead Redemption ist halt fucking realistisch und funktioniert, also es funktioniert halt nicht so, dass dann da einfach jemand Neues spawnt, sondern das Game ist halt so realistisch, dass du dann nachher keinen Waffenhändler mehr hier hast. Das will ich halt vermeiden. Okay. Einbruch Sean, das machen wir danach. Aber wo ist jetzt der Typ hier, von dem ich das Geld eintreiben soll? Warum ist der weg? Der ist noch da. Hä? Oder ist es, weil es Nacht ist, oder? Können wir hier irgendwo übernachten? Gibt es hier ein Hotel oder so? Saloon? Büchsenmacher? Wo kann ich hier schlafen? Wo kann ich hier schlafen? Da ist ein Hehler? Hä, ich kann hier nirgendwo. Mach schon jetzt? Ja, ich mach doch aber gerade schon eine weiße Mission. Wir können doch nicht zwei machen. Ich mach doch gerade hier diese. Ich mach doch nur das hier, dieses Geld eintreiben. Das ist ja auch eine weiße Mission. Das will ich auch nicht verpassen. Das ist jetzt für immer ein Clips. Sein Sohn ist ertrunken und der Junge sah dem wohl sehr ähnlich. Geld eintreiben bleibt. Okay, let's go. Out of the damn way. Der Einbruch mit John nicht. Wie geil auch der fucking Himmel aussieht. Also sogar der Himmel sieht cool aus. Und zwar wie cool, Alter. Weil du nicht nach Blackwater kannst. Warum ist Blackwater rot? Ach so. Ja, Blackwater ist ja praktisch. Max, du hast halt ein paar Streams verpasst. Blackwater, du kommst praktisch. Phasen? Digga. Wie schmeckt dir die Limoin-Luft? Kumpel. Also, ganz zu Beginn des Games. Ja, ey, sorry. Ich reite hier nur vorbei, der quatscht mich von der Seite an. Da verstehe ich überhaupt keinen Spaß. Ganz zu Beginn vom Game, Max, sind wir aus Blackwater gekommen, weil wir da einen riesen Überfall gemacht haben und dann fliehen mussten. Und deswegen sind wir in komplett Blackwater gesucht und können da momentan nicht hin. Keiner verurteilt dich, Max. Alles gut. Und wir sind aus Blackwater gekommen, wir haben da einen riesen Überfall gemacht, da können wir nicht zurück, weil da hängen überall Steckbriefe von uns. Und deswegen ist Blackwater rot. Und jetzt sind wir halt mit unserer Bande hier, mit der wir diesen Überfall gemacht haben, in so einem Camp und reisen immer so ein bisschen weiter, damit uns halt niemand findet. Und machen halt nebenbei die Story. Thanks für die Aufklärung, sehr gerne. Hey, Arthur. Yeah. So, tell me, is your people Jacobites or English lovers, Arthur? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish.
You ain't so free of politics. Ich finde seinen irischen Akzent so geil. Das klingt so witzig. You're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. A couple of fuckers lazing about outside. Fuckers. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. And he tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was. Shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. And you believed him? No reason. Ich war noch nicht in Irland, nein. It'll be a big haul for us. I saw three of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. Alright. Hey, Pascal, natürlich muss er. Let's go check it out. Damn sons of bitches, think they're mean? They're about to get a lesson in mean. Pascal will mir einfach meine Hack wegnehmen. Will unbedingt mal nach Dublin. Was ist ein Dublin? Alright, let's do this. Was ist ein Dublin? Man soll sein Geld nicht für unnötige Dinge ausgeben. Du bist ein unnötiges Ding, Alter. Bit of a ride, not too bad. Back up north a stretch, not far from the state line. All right. Okay, Chat, sobald wir wissen, was ein Gojo ist, werden wir uns dran machen, rauszufinden, was ein Dublin ist. Was für unnötig? Pass mal lieber auf, mein Freund. So ist es. Danke, Max. Max, ich küsse dein Herz. Ich schlafe, heute wird es nur noch schlimmer. Erdkunde 6. Klasse. Spaß, Leute, ich kenne Dublin. Ich wollte nur den Joke nochmal bringen. Aber hey, wenn wir schon mal dabei sind, kennt ihr Züblin? Wenn wir schon mal bei Dublin sind, kennt ihr Züblin? Züblin gibt's auch. Oder heißt es dann auch Sublin? Hab in Erdkunde for real eine 6. Oh ne, Erdkunde war ich eigentlich immer ganz gut. Das Einzige, was mich in Erdkunde gefickt hat, ich hatte nie Bock zu lernen. Und Erdkunde war so wie Geschichte, so ein bisschen dieses Auswendiglernen. Und Geschichte war ich schon immer relativ gut, da ging das gefit. Aber Erdkunde war wirklich so diese Kacke lernen, diese irgendwie, wie du da halt wissen musstest. Ich war immer übelst crazy gut in so Fächern, wo du nicht lernen musst. So Deutsch und so ein Scheiß, da bin ich immer übelst abgegangen. Aber alles mit so Auswendiglernen war immer kompletter Fail. Aber ich habe ein ganz passables Abi hingekriegt, von dem her. Hat mich irgendwie durchgemogelt. Erdkunde vierstündig, ja, das, sowas macht man auch nicht. Vierstündig hatte ich Geschichte und Bio. Ja, ich weiß auch, dass Holland kein Land ist, aber Niederlande nenne ich einfach trotzdem Holland. Ich bin einfach so ignorant und mache das trotzdem. Ich weiß, dass Holland eine Area da oben ist, so ein Bundesland. Und Niederlande das Land, das ist mir tatsächlich bewusst, aber ich sag einfach trotzdem fucking Holland. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Schnitt und vorletztes Jahr 2,1. Nice, Alter, hast du dich sogar verbessert. Hey, Reek, Alter, hast du dich nicht vorhin verabschiedet? Hä? Es verwirrt mich so hart, Alter. Reek ist einfach wieder da. Ich kann mit ihm reden. So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. Ich hab nur Ciao gesagt. Ja, wenn du Ciao sagst, heißt es bei mir, ich bin jetzt weg. And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told. I go after it. All right, that'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming up. All right, it's going to be off the road up ahead. Up here, Morgan. Max, ganz liebe Grüße an dich und deine Mama. Grüße gehen raus. Gerne. Sag Grüße von deinem Lieblingscowboy.
that's where they stash the money. Hope you know what you're doing. Reek, auch ganz, ganz liebe Grüße an deine Mama. Also Leute und Jäger. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Gut, ich bin ein Erdkunde-Ass. Ich würde erstmal euch die Chance geben, die Frage zu beantworten. Ich bin dann sozusagen das Lösungsbuch. Ilad, zurück aus dem Lurk. Mario, du Fuchs. Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich hätte Mario, ich hätte auch das gesagt, was du gesagt hast. Aber ich will, ja, 16, korrekt, so ist es. Ah, Mario, ich habe es wahrscheinlich schon 18 Mal gesagt. Du hast keinen Bock auf Twitch-Chat, oder? Da ist viel mehr los. Ihr tut mir immer leid hier im TikTok-Chat. Hier ist so ruhig. Im Twitch-Chat geht's übel ab. Liebe ist, wenn es Jägerliebe ist. Oh, das ist die Landliebe-Werbung, oder? Was machen wir jetzt? Erschießen wir den jetzt schon? Twitch sind die wahren Fans. Holy shit, Alter, chill! Ja, er schießt ihn einfach über den Haufen. What the hell, Arthur? Who's going to tell us where the money's stashed now, huh? Alright. Was? Junge, die wollten uns über den Haufen schießen, Alter. Dann erschieße ich die und dann sagt er, bist du verrückt? Wer soll uns jetzt sagen, wo das Geld ist? Das gibt ein Bienchen. Doch schon, aber ich bin hier wegen Likes und im Team meinen ersten Platz zu behaupten. Ja, Mario, okay, aber... Also auf Twitch ist halt A, die Quali vom Stream tausendmal besser. Was einfach an TikTok liegt und daran, dass Twitch halt einfach für Gaming gemacht ist. Und auf Twitch kannst du dich halt mit 16 anderen Leuten unterhalten, die auf Twitch im Chat sind und da auch wirklich aktiv schreiben. Also, I love my Twitch-Chat, da sind wirklich nur geile Menschen. Und ihr seid auch alle cool auf TikTok, außer die Leute, die teilweise spoilern. Was aber eher die Ausnahme ist. Aber hier ist halt einfach viel weniger los. Hä, bin ich dumm? Du sollst sie wieder hinlegen und nicht schießen, Junge. Sein Kopf ist einfach weg, Junge. Sein Kopf ist weg. Ist einfach der kopflose Nick. Micha, wunderschönen guten Abend. Hast es doch noch hergeschafft. Kaum ist man mal nicht da, fehlt doch wieder der Hut. Ja, den hab ich auf. Den Hut hab ich auf, deswegen. Haben wir jetzt schon Geld bekommen oder müssen wir das Haus noch looten? Gibt's hier noch irgendwas? Geldscheinklammer. $12. Da ist eine Schatulle. Ja, Max, wir sind einmal nach Elden Ring ist es halt gedroppt und seitdem ist es aber eher konstant. Beziehungsweise jetzt sogar wieder ein bisschen hochgegangen. Aber das ist ganz normal. Das war halt, wo Elden Ring halt übelst im Hype war. Aber, das wird es immer geben. Also es kann auch sein, nach Red Dead Redemption zocken wir halt irgendein Spiel, wo halt übelst beliebt oder übelst im Hype ist, wo dann vielleicht hier wieder 30, 40, 50 Leute drin sind. Und dann zocken wir vielleicht wieder was, wo halt einfach nicht so viele Leute interessiert, was ja auch völlig normal ist. Und dann sind wir vielleicht mal wieder 20 oder 15. Aber das hier wird... Ich möchte eine Community aufbauen, die praktisch sagt, ey, auch wenn ich das Game, das gezockt wird, jetzt vielleicht nicht zu 1000% feiere, gucke ich mir trotzdem den Stream an,
weil ich den Stream cool finde, weil ich die Leute im Chat cool finde. Und ich will keinen Stream, wo ich mich selber dazu zwinge, jetzt ein Game zu zocken, das halt viel Hype hat. Aber das mir vielleicht gar keinen Spaß macht, einfach nur damit viele Leute zugucken. Da habe ich keinen Bock drauf. Und das werde ich auch nicht machen. Weil sonst würde ich jetzt wahrscheinlich nur Elden Ring zocken und vielleicht neben Elden Ring irgendwie League of Legends oder Fortnite. Und würde damit wahrscheinlich dann... Und ich würde auch keinen Variety-Stream machen, in dem ich mehrere verschiedene Story-Games zocke. Sondern ich würde mich auf ein, zwei Games halt full fokussen. Vielleicht Elden Ring auf Platin zocken über 400 Stunden. Und nebenbei so ein Multiplayer-Game, Call of Duty, Fortnite oder League of Legends. Und nur das streamen, damit du dir da halt feste Leute aufbaust. Das wäre halt einfach Klicks generieren. Das wäre halt einfach nur auf möglichst viele Zuschauer streamen. Aber ich sag mal, mir ist es einfach lieber, wenn die Zuschauerzahlen ein bisschen langsamer wachsen. Aber dafür die Leute, die hier sind, sagen, hey, mir ist im Endeffekt fast egal, was du streamst. Ich gucke den Stream an, weil ich dich cool finde, weil ich die Leute hier cool finde und weil ich den Stream cool finde. Und ich hätte halt gern so eine Community. Und deswegen ist der Stream hier das, was er ist und hat momentan 16 Zuschauer und keine 40. Und das ist völlig fein. Das ist völlig in Ordnung für mich. Elden Ring Platin hat bei mir nicht so lange gedauert wie Dark Souls 2 Platin. Wir sind doch alle nur wegen dir hier. Alle. Du willst doch nur Raid zocken. Ja, Raid Shadow Legends ist auch das beste Game, das ich in meinem ganzen Leben gespielt habe, Leute. Kauft euch Raid Coins mit Creator Code JägerTT. Weißt du noch, was fehlt als Gaming-Stuhl? Ein Holzpferd. Ich habe auch schon gesagt, ich hole mir so ein lebensgroßes Pferd, aber ausgestopft und stelle mir das hier neben mich. Da würde ich mich auch sehen. Elden Ring DLC geht's wieder ab. Ist so, ist so. Bei Elden Ring waren wir im Peak, waren wir 48 Leute. Ein Stream. Ein Stream bei Elden Ring, da waren wir nämlich gerade im Helic Tree. Da waren wir hier 48 Leute. Ohne Raid, ohne alles. 48 natürliche Leute. Da war kein Raid dabei. Das war crazy. Das war wirklich crazy. Aber das war halt der Hype. Und wie gesagt, das ist auch völlig normal, dass bei so gehypten Games mehr los ist. Und das wird es auch immer geben. Wir werden Games zocken, wo wir vielleicht 50 sind. Wir werden Games zocken, da sind wir vielleicht mal nur 10. Aber das ist, wie gesagt, das ist völlig in Ordnung. Und das gehört dazu beim Stream. Manche Games interessieren einfach mehr. Klar, ich gucke auch manchmal, ich gucke sehr selten Twitch, weil ich mittlerweile leider keine Zeit mehr habe und selber stream. Aber wenn ich in die Gameliste gucke, dann gucke ich vielleicht auch mal. Dann spielt einer ein Game, wo mich null interessiert. Natürlich klicke ich da nicht drauf. Außer, wie gesagt, das sind halt Streamer, wo ich sage, da gucke ich jeden Stream, weil da bin ich übel gerne im Stream. Dann ist es mir auch egal, weil dann geht es um die Person. Mario schreibt, ich gebe, wenn die Like-Sperre vorbei ist. Was ist denn eine Like-Sperre? Nochmal 3000 Likes und wechsel dann auf Twitch. Mario, ich küsse dein Herz. Vorausgesetzt, du streamst noch eine Weile. Wir sind noch eine Weile da, keine Angst. Ich bin hier, weil du sympathisch bist, cool drauf und auch gute Games zockst, auch wenn Red Dead Redemption 2 jetzt, Red Dead Redemption 2 ist mega. Was geht denn hier ab? Malenio69, hi Bro. Da kommt der Erste von TikTok hier rüber. Schön, dass du es hier rüber geschafft hast. Wenn du Amazon Prime hast, dann kannst du hier sogar kostenlos abonnieren, dann kannst du meine geilen Emotes benutzen und werbefrei gucken. Nur zur Info für die ganzen Neuen, die jetzt hier rüberkommen. Es dürfte sehr, sehr selten sein. Ja, aber warum sehe ich jetzt Werbung? Okay, dann warten wir mal kurz, bis die Werbung bei dir aufhört. Und dann erkläre ich dir das gleich. Are you looking at? I'm sorry? No, I'm sorry. I'm ruined. Ruined! GTA werden wir erleben. Ja, GTA wird so geil. GTA 6 wird so geil. Ich freue mich so unfassbar auf dieses Game. Oh, seine Tiere sind abgehauen. Come to the land of opportunity, they said. Sod you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I didn't... So, Malenio, jetzt sollte auch die Werbung bei dir zu Ende sein. Hier sollte sehr selten Werbung kommen, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Werbung, die hier kommt, ist nicht, ich kann hier auch Werbung schalten, manuell. Ich kann hier so einen Knopf drücken und dann kriegt ihr Werbung. Das mache ich nicht. Das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht, das werde ich auch nicht machen.
Wenn ihr Werbung kriegt, ist die von Twitch und nicht von mir. Das heißt, Twitch schaltet in gewissen Abständen oder wenn du einen Stream aufmachst, wird dir automatisch erstmal eine Werbung geschaltet. Ich weiß nicht, ob im Stream zwischendurch auch nochmal Werbung kommt von Twitch. Ich glaube nicht. Aber wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr kostenlos hier abonnieren. Dann könnt ihr meine Emotes benutzen. Ihr kriegt keine Werbung mehr. Just saying. Sollte aber Werbung, sollte sehr, sehr selten sein. Das fragst du Jäger, der auch Whey braucht. Wie ich geboren wurde? Okay, was geht jetzt ab? Wenn du wissen willst, wie, frag einfach irgendeinen im Chat, die wissen das eigentlich alle. Jetzt kommen die ganzen Influencer-Probleme. Was habe ich denn alles verpasst? Warts ab, wenn du GTA zockst, werden wir das erleben, das kann sein. Elden Ring hat den Sinn erfüllt, ich habe hergefunden. Ja, siehst, ist doch schon mal was. Das mit der Jacke bekommt er einfach nicht hin, wie mit dem Hut. Ja, genau. Reek ist mein Sohn. Reek ist mein Sohn. Want to be in the army? Now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand any of that. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame wild beasts. And you were the woman? Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? Ich weiß gar nicht, was die Story ist. Also irgendwann kam halt einfach raus, dass Reek der Sohn von mir und Karim ist. Aber er ist gleichzeitig irgendwie auch adoptiert. Aber die genaue Story dahinter... Ich weiß gar nicht mehr, wann sich das entwickelt hat. Was hältst du von der heutigen Jugend mit den Vapes und so weiter? Frage ich jetzt als Jugendlicher. Also, kurz dazu. Ich muss sagen, für alle, die rauchen und die dann praktisch einfach von Rauchen auf eine Vape umsteigen, Beste, was ihr machen könnt. Ihr habt nicht mehr, ihr stinkt nicht mehr, ihr habt morgens diesen ekelhaften Husten nicht mehr, wenn ihr raucht. Ich habe auch eine Zeit lang geraucht. Und ich glaube einfach, Vapen, ich habe es nicht selber erforscht, aber was man so liest, ist Vapen einfach 1 Million Mal gesünder als Rauchen. Von dem her, wer raucht oder geraucht hat und zum Aufhören oder einfach um was Gesünderes zu sich zu nehmen, also oder etwas weniger Ungesundes, sagen wir es lieber so rum, finde ich, ist Vapen eine gute Lösung. Auf jeden Fall besser wie Kippen. Ist einfach so. Du hast keine Verbrennungsstoffe mehr, du hast einfach nur noch Dampf. Klar, am gesündesten ist fucking Luft. Also, da finde ich's gut. Aber dass die ganzen 14-Jährigen sich jetzt einfach Vapes kaufen und aus Flex irgendwie anfangen zu vapen und so damit anfangen, ohne dass sie nikotinabhängig sind, sondern einfach direkt sich eine Vape kaufen, finde ich nicht gut. Also ich finde es als Alternative zum Rauchen sehr gut, aber grundsätzlich schon eher was Negatives. Also es ist nicht gut, aber es ist besser als Rauchen. Das ist meine Meinung dazu. Wenn ich Kinder mit Vapes sehe oder Jugendliche, das finde ich natürlich auch scheiße. Und die Einwegdinger sind natürlich doppelt scheiße, weil in jedem so einem fucking Einweg-Vape ist einfach ein scheiß Akku drin. Das Ding fliegt entweder irgendwo auf die Straße, irgendwo in Wald, irgendwo in Müll, wo es eigentlich auch nicht hingehört. Und sind einfach, die Akkus in den Einwegdingern sind einfach die übelste Umweltpest. Also dann... Die Dinger hier fülle ich ja auf und kann sie wieder aufladen. Das ist ja noch halbwegs wirtschaftlich gedacht und halbwegs irgendwie... aber diese Einwegdinger sind schon absoluter Garbage. Dass die Vapes noch süchtiger machen als Kippen? Nee, finde ich nicht. Finde ich nicht. Also, kommt drauf an, wie du Vapes. In den Vapes, die ich jetzt hier habe, ist ultra wenig Nikotin drin. Ich dampf ultra wenig Nikotin. Das ist im Endeffekt einfach nur Dampf und dann halt minimal Nikotin.
Aber ich müsste, ich glaube mittlerweile, das, was ich vape, mit der Nikotinmenge, die ich vape, habe ich, glaube ich, in 3 Tagen nehme ich irgendwie das Nikotin zu mir, was in einer Zigarette wäre. Und der Hauptabhängigkeitsstoff ist einfach Nikotin. Das heißt, du wirst von Kippen einfach 1000-mal süchtiger wie von so einer Vape. Klar, du hast bei der Vape halt den Effekt, dass das Ding süß ist und gut schmeckt. Okay, das sehe ich ein. Das macht sicher süchtiger wie eine Kippe. Aber vom Nikotin her, von der reinen körperlichen Abhängigkeit und so, hey, was laberst du? Ich habe es doch gerade gesagt, dass es scheiße ist. Oder mit wem redest du? Wahrscheinlich nicht mit mir. Also wie gesagt, als Alternative zum Rauchen, wenn ihr raucht und ihr wollt aufhören oder so, dann okay. Aber grundsätzlich, wie gerade schon gesagt, ist es ungesund. Von dem her, lasst es am besten ganz bleiben. I want to shoot myself. You see, I'm buggered. What? My animals, they escaped. And now I'm... Nochmal dann halt, was würdest du... Ja, sorry, ihr müsst mich... Schreibt @JägerTT, wenn so viel wie gerade im Chat los ist, schreibt @JägerTT und schickt dann eure Nachricht, dann bin ich verlinkt und dann blinkt es bei mir, dann sehe ich's. Ich kann gerade nicht alles lesen, was da steht. Es tut mir leid, es ist zu viel gerade. Deswegen, wenn ihr mich was fragt, dann verlinkt mich direkt. Was würdest du machen, wenn deine Tochter oder dein Sohn KP, was sie er ist, anfängt zu rauchen? Keiner, ich finde das situationsabhängig. Es kommt drauf an. Erst wie alt ist er? Ist er unter 18? Ist er 18? Ist er 19? So, wünsche euch noch einen schönen Abend. Hau mich hin, bin noch voll groggy von der Arbeit. Rafa, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Und eine gute Nacht dir. Noch schlimmer als Rauchen ist Alkohol. Ja, weiß ich nicht. Ist beides scheiße. Beides scheiße. Aber Alkohol, klar, wenn du jeden Tag trinkst, dann bist du auch in 10 Jahren kaputt. Wenn überhaupt, wahrscheinlich sogar noch schneller. Keine Ahnung, wenn ich meinen Sohn mit 15 beim Rauchen erwische, Alter, dann gibt es wahrscheinlich... What escaped? A priceless Ranjaniki tiger from the slopes of the Hindu Heights. A fantastic, elusive zebra from the plains of Ongo Bongo by the shores of the Limpopo. Wahrscheinlich schlage ich ihn nicht, aber wird auf jeden Fall eine Standpauke geben. Wird auf jeden Fall angepisst. I see your problem. They're pretty hard to come by around here. Listen, friend. Help a fellow out, would you? I'm beyond desperate. If you see any of them, will you bring them back here? If I see a... Kannst du nicht deine Kinder schlagen, aber... Standpauke gibt's auf jeden Fall. Exactly. If, well, I believe the zebra's up near Larned Sod, distinctive creature that he is. I'll make it worth your while. All right, madam. It's bloody Margaret, not madam. Margaret. Margaret. The Fell Omen. Natürlich schlägst du mich. Leben ist hart. Also ich glaube tatsächlich, wenn du... Ich glaube tatsächlich, wenn du mit deinem Kind diskutierst und dein Kind irgendwas nicht einsieht oder irgendwie sowas oder was Falsches machst und du schlägst es, ist es, glaube ich, einfach A, macht man sowas nicht und B, ist es, glaube ich, so hart kontraproduktiv. Weil ich glaube, es wird danach einfach nur total angepisst und noch wütender auf dich sein. Und es geht ja darum, die Message zu vermitteln, warum du was verbietest. Ich glaube, wenn du dann einfach mit Gewalt kommst oder so, ist einfach das Dümmste, was du machen kannst. Weil es einfach null effektiv ist, um wirklich den Lerneffekt zu haben und dass auch dein Kind oder, ja, unabhängig jetzt mal, ob es dein Kind ist oder ob das einfach, ob du dich auf der Straße draußen mit jemandem streitest, dann schlägst du den. Kommt er auf selber raus. Der wird auch nicht verstehen, was du von ihm willst. Du musst einfach die Leute mit Argumenten und Worten auseinandernehmen. Das Effektivste, was du machen kannst. So, okay, wir müssen jetzt Margit seine Tiere finden oder so.
Aber ich glaube, wenn wir schon mal hier sind, gucke ich jetzt einmal zu diesem Baum da hoch, wo ich die ganze Zeit schon hin wollte. Margarets vermisstes Zebra wurde zuletzt in dieser Gegend gesehen. Ach, Reek, Junge, das war ein Versehen. Das habe ich dir doch erklärt damals. Das war ein Versehen mit dem Controller. So, hier ist tatsächlich nichts. Aber da oben ist, glaube ich... Wo? Oh, Pascal ist schon wieder dreckig, Junge. Pascal ist einfach schon wieder dreckig. Und hat Hunger. War das der Baum? Was war denn der Baum, der so einzeln auf so einem Berg stand? Oh, warte mal, da hängt was dran. Wer ist er denn? Untersuchen, Traumfänger. Eins von 20 Traumfängern entdeckt. Holy shit, wie soll ich denn 20 von den Dingern finden? Das ist ja unmöglich. Was, ist er auch wieder so ultra... Die Leute sind alle so unfreundlich. Die sind alle so angepisst. Nur noch 19. Was meinst du, warum ich 1328 Stunden in dem Game habe? Willst du mich verarschen, Alter? 1328 Stunden. By the way, was mich echt mal interessiert. Wie viele Stunden habe ich schon gestreamt in meinem Leben? Einen Monat, 4 Tage und 3 Stunden. Jetzt die Frage, wie ein Monat berechnet wird mit 30 oder 31 Tagen. Nehmen wir mal 30. 4 Tage, das heißt, es sind 34 Tage mal 24. Das sind 820 Stunden. Junge, du hast mehr Stunden in Red Dead Redemption 2, als ich gestreamt habe in meinem Leben. Was ist denn falsch mit dir? Was ist euer Spiel mit der meisten Spielzeit? Boah, ich glaube, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich League of Legends. Odyssey habe ich irgendwie 130 Stunden oder so. Odyssey habe ich auch sehr, sehr lange gespielt. Bis 0 Uhr hast du die, jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los mit 0 Uhr. Biker Spielstunden in Ark. Boah, ich muss sagen, in Lost Ark habe ich auch, glaube ich, 300 oder 400 Stunden. In Lost Ark habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht. Ist aber auch ein wahnsinnig gutes Game. Aber wo ist dieses scheiß Zebra hier? Bin ich gerade dran vorbeigerannt? Nee, oder? Ein Zebra? Nee, das ist kein Zebra. Ist das ein Zebra? Das ist ein Zebra. Look here. Easy there. What they done to you? Hey, hey! Chat. Haben wir... Mein Game mit den meisten Spielstunden ist Super Mario Bros. Damals auf der Wii. Kann ich auf den Link gehen? Den Link. Haben wir eine Möglichkeit? Ein Maulesel als Zebra. Ist wirklich ein Esel, ne? Haben wir eine Möglichkeit, die Tiere zu retten oder freizulassen? Oder müssen wir die zurückbringen? Aber süß, ja, schon irgendwie, gell? Ich würde die Tiere gerne retten, dass sie nicht mehr eingesperrt sind, aber das wird wahrscheinlich die Quest nicht hergeben, oder? Ich meine, ich könnte es einfach lassen, es zu fangen, aber dann verpassen wir halt Story-Content. Das will ich halt auch nicht. Breath of the Wild sein mit... What the fuck?
Also Breath of the Wild habe ich auch durchgezockt, aber ich glaube, Breath of the Wild habe ich gezockt 160 Stunden. Oder 165, irgendwie sowas. Nein, 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 nein. Bro! Nein! No! Komm her, Junge! Junge, warum ist der Kackesel schneller wie Pascal, Alter? Oh mein Gott. Aber es ist stehen geblieben. Mal ein Anfang. Euro Truck Simulator mit 2400 Stunden. Alter Junge. Aber ich muss sagen, Euro Truck Simulator, ich würde es selber niemals spielen, aber ich verstehe die Faszination hinter dem Game. Ich verstehe, warum einem das Spaß macht, irgendwie, dieses... Ich fühle es irgendwie. Auch wenn ich es selber niemals zocken würde. Ich habe öfters gespeedrunnt. What the fuck? Einfach Zelda Breath of the Wild Speedrunner. Wenn das mit WoW stimmt, 613 Tage. Junge, alter Fieler. Good grief! You found him! Our zebra! Well, you can call him that. Gesamtausgaben auf Steam kann man nachgucken. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion, a trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. Ah. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of Mumbo Jumbo Land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning there in the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary? It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment. Of course, I shall make it worth your while. But Hey, Max, haben wir doch gestern. We shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Caligar Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. So, wir haben das Zebra. Sehr schön.